Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und Toshida für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault. Und da war ich wieder mit einigen Chars letzte Woche unterwegs. Unter anderem im M+ und ein paar auch im PvP. Und da würde ich sagen, schauen wir gleich rein. Bevor wir das aber machen, würde ich mal einen Blick noch in meine Liste werfen. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie aktuell der Stand ist, beziehungsweise was ich letzte Woche gemacht habe. Ich habe mit einigen Chars, seht ihr hier die Keys gemacht, ich habe 49 Keys bin ich gelaufen, eigentlich mit allen vier, außer dem DH, da habe ich nur einen und mit dem Priester habe ich sogar 8. Und die, die quasi hier rot markiert sind, mit denen war ich auch noch im HC-Raid, also die haben dann nochmal einen extra Vault, deswegen war ich auch hier nur mit in einem Key, um ja, weil ich eh schon 3 Slots über den Vault habe. Heißt, die machen wir auf. Und dann war ich, glaube ich, noch mit 2, 3 Chars in der Arena ein bisschen unterwegs. Und ja, da bin ich ja aktuell die Sets am Farmen, sowohl im PvP die Elite-Sets, als auch im M+ quasi noch die Mythic-Sets von der aktuellen Season. Einfach, weil ich so vermute, dass man die danach nicht mehr kriegen wird. Also zumindest die IDs. Und ja, das ist aktuell so ein bisschen der Stand. Überall, wo die Einser drin sind, habe ich die Slots schon und alles, was quasi grün markiert ist, quasi habe ich auch die Sachen schon abgegradet. Also das sind jetzt für die Mythic-Items, heißt zum Beispiel hier auf meinem Druid, auf dem Main, habe ich jeden Slot, auch die Waffe schon und dementsprechend auch schon abgegradet. Beim Hexer, den wir jetzt als erstes aufmachen, sieht es auch gut aus. Ich brauche nur noch den Gürtel. Und hier hinten habe ich mal die Zahlen, wie viele Items, also wie viele Slots ich noch brauche. Unabhängig, ob ich es schon abgegradet habe oder nicht. Am meisten braucht man tatsächlich noch beim Priester und beim Worry. Da hatte ich noch sogar 4 Items gebraucht, deswegen war ich jetzt mit dem Priester noch ein paar extra Keys. Gut, soweit zu der Tabelle. Achso, hier die bei 2 Chars habe ich noch so ein Multi-Token, sowohl beim Worry als auch beim Rogue. Aber ihr seht, da habe ich immer noch mehrere Slots offen. Je nachdem, welches ich von den beiden kriege, nehme ich halt das Multi-Token für das andere. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. Und ich hoffe, das ein oder andere Set kriege ich jetzt mal fertig. Beim Hexer haben wir gesagt, nur noch der Gürtel. Drückt mir ganz fest die Daumen, dass der Gürtel eventuell drin ist. Ah, das war nix. Also, was habe ich? Ich habe einmal einen Umhang und ich habe einmal einen Finger. Schaut euch den Finger an, was ich für Dinge habe. 502 und der Finger ist 519. Wäre natürlich ein dickes Upgrade. Ich weiß jetzt nicht von den Stats. Er hat sogar Big Tempo drauf. Ne? Das wäre sogar ein richtig großes Upgrade. Wir werden ihn aber nicht nehmen. Und zwar muss ich meine Waffe noch upgraden. Und dementsprechend nehmen wir die Marken. Dann speichern wir nämlich einige Keys. Also mein Hauptaugenmerk ist ja quasi im T-Mog und nicht unbedingt im Gieren. Klar, das Gieren hilft natürlich dann die Keys zu laufen und auch vielleicht in Gruppen reinzukommen. Aber ja, mit dem Char bin ich jetzt dann eh bald durch. Von dem her, ja. Nehmen wir lieber die Marken, dann können wir nämlich die Waffe noch ein bisschen hoch upgraden. Und dann zeitgleich die anderen Waffen nämlich auch noch. Der Hexer ist nämlich der letzte Char, der hier noch Waffen hat, die nicht auf Max upgegradet sind. Das wird jetzt leider noch nicht ganz reichen, oder? Wenn ich das so sehe. Wobei, jetzt warte mal, wenn wir das reinpacken. Ja, ich brauche 45. Gut, ich muss ja eh nochmal ein paar Keys laufen für den Gürtel. Ich könnte jetzt hergehen und ein paar runtergraden, wisst ihr, von den Marken. Ich muss ja eh dann noch ein paar laufen, um den Gürtel zu bekommen. Das machen wir. Machen wir mal. Dann haben wir nämlich die Waffen hoffentlich auch weg. Abzeichen habe ich ja hier genug. Also, dann packen wir das jetzt mal auf 4,45. Jetzt sage ich 45 Marken, also um auf 5,19 die Waffe zu haben. Und jetzt ist das Schöne, ich kann nämlich die ganzen anderen Waffen jetzt auch quasi nur mit Flugsteinen hochbasteln. Und okay, da gab es jetzt kein T-Mog, aber das müsste noch ein T-Mog bringen, oder? Jetzt schauen wir mal. Ja, da haben wir einen T-Mog. 1. Und okay, das war jetzt ein bisschen schnell. Das hat jetzt nicht geklappt. Den müssen wir noch upgraden. Dann müssten wir eigentlich die ganzen Dinge haben, oder? Das waren jetzt 2, 3 Waffen. Ich habe das nämlich in meiner Tabelle. Also hier, da sind die ganzen Waffen, ne? Die ich schon alle gekauft habe von dem einen Händler. Und die ich jetzt upgegradet habe. Da muss ich jetzt gleich nochmal gucken, ob das die richtigen waren. Also welche habe ich jetzt? Ich habe da quasi den Traumbinder. Ja, den können wir quasi grün machen.
Dann hatten wir hier den Höllenverstümmler. Den können wir auch grün machen. Dann hatte ich hier Stab der strahlenden Qualen. Den hatte ich auch auf Max. Und was war das jetzt hier, das letzte? Genau, den hatte ich auch auf Max. Und damit habe ich jetzt tatsächlich alle Waffen, die es über diese Bronzebahn gibt, einmal abgegradet. Ne? Also ich habe mir die, bei dem einen kosmetischen Händler habe ich alle Waffen gekauft. Die haben aber eine andere ID als die Waffen, die du direkt kaufen kannst und anlegen kannst. Und mit denen, die du quasi anlegen kannst, die Waffen, die haben quasi dieselbe ID wie die Items, die im Raid droppen. Und man kriegt ja normal T-Mog, wenn man sie kauft, und kann sie auf HC bzw. dann sogar auf Mythic upgraden, wenn man die Marken hat. Und da habe ich natürlich meine ganzen Bronzebahnen mit den Twinks jetzt für diese Marken genutzt. Heißt, mit den Händlern bin ich jetzt komplett fertig. Bedeutet, wenn ich jetzt die nächsten Wochen vielleicht nochmal irgendwann Bronzebahnen kriege, dann kann ich die tatsächlich dafür hernehmen. Nochmal ein bisschen Bissgear zu kaufen. Ne? Gibt es ja so einen Umhang und Ringe, und wobei einen von den beiden Ringen habe ich tatsächlich mit dem schon. Juti, schade, der Gürtel soll es leider nicht sein, aber zumindest haben wir jetzt die Waffen weg. Dann kann ich das hier schon mal markieren. Waffen sind jetzt alle fertig und hier dann auch. Gut, dann würde ich sagen, log mal weiter auf den nächsten und guck mal, was da so geht. So, der nächste Char ist der Priester. Und was brauche ich bei dem noch? Bei dem brauche ich noch einen Rücken, einen Gürtel und Schuhe, also drei Ocelot-Teile. Und die Hose müsste ich noch upgraden. Also jetzt gucken wir mal, was wir da Schickes drin haben. Da seht ihr. Hat der vielleicht noch Marken? Ja, da habe ich auch ein paar Marken pre-gespart. Also eventuell können wir da auch was anfangen mit. Doch, der hat diese ganzen Waffen im Inventar liegen, wie ihr hier seht. Ne, aber die habe ich schon alle upgegradet. Das ist ja mal der schlechteste Vault, den ich so lange gesehen habe. Alter, ich habe 8 Keys mit dem gemacht, ne? Was kriege ich? Eine Waffe und einen fucking Hals. Alter, wie schlecht will der Vault sein? 8 Keys für so eine Rotze. Ach, wir nehmen die Marken. Also das, also schlechter geht's eigentlich nicht, dass ein Vault ausschauen kann. Ja gut, sind zumindest hier einige von den Würmwappen, ne? Wenn ich direkt in den Instanzen Drops kriege, dann brauche ich eh ein paar, um die abzugraden. Also ist jetzt nicht komplett für die Cuts, aber naja, ich hätte lieber ein Item gehabt, ich sag's euch, wie es ist. So, jetzt hat der 94 Ding. Man braucht ja, wenn man es von 1 upgradet, braucht man ja 45 pro Teil. Also hätte ich schon mal 2 von 3, die ich so upgraden kann. Gut, dann schauen wir einmal weiter, hätte ich gesagt. Dann haben wir hier den Worry. Und ich glaube, der ist auch noch relativ schlecht aufgestellt, tatsächlich. Ja, da brauchen wir noch einiges, wie ihr seht. Na ja, gut, da müssen wir mal gucken, was wir rauskriegen. Also die Brust, Kopf brauche ich noch, ne? Handgelenke, Gürtel. Da ist noch einiges zu machen. Naja, jetzt gucken wir mal rein, was da so drin ist. Mit dem habe ich auch viele Keys gelaufen und habe eigentlich nur Mist gekriegt. Warte mal. Okay. Das ist natürlich blöd gelaufen jetzt. Ich habe halt schon eine gute Schulter, die ich upgraden kann. Und Hose auch. Jetzt ist die Frage, ob ich lieber die Marken nehme. Nee. Es ist cleverer, die Schulter zu nehmen. Weil wenn ich jetzt 2 Marken nehme und die Schulter upgraden wird, dann wäre ich ja nur bei 4 von 6, ne? Also ich nehme die Schulter, ist jetzt nicht optimal, weil ich die ja eh schon habe. Aber ja, besser ist nix. Können wir die schon mal anlegen? Verzaubern müssen wir ja nix. Voilà. Naja. Besser als nix. Sonst, ich habe noch Marken, glaube ich, gespart gehabt. Aber da kann ich jetzt auch nichts upgraden, oder? Mit den aktuell. Weil ich habe jetzt mit ein paar Chars habe ich Marken gespart. Schlichtweg deswegen, je nachdem, was ich halt krieg, ne? Dass ich die anderen Sachen dann upgraden kann. Aber der hat halt einfach keine Slots, ne? Also da sieht es leider schlecht aus. Aber wir können jetzt zumindest die Schultern hier grün markieren, dass wir die auch haben. Gut, dann gucken wir weiter. Den nächsten Char, den ich jetzt hier habe, das ist ein Schamane.
Den habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Mit dem war ich nämlich nicht im M+, sondern im PvP unterwegs. Also der hat hier PvP-Gear. Und ich hoffe, ich kriege einen Slot, den ich noch offen habe. Jetzt schauen wir mal. Eine Axt habe ich hier. Aha, aha, aha. Dann hätte ich einen Rücken. Und ich habe einen Ring. Wir nehmen die Axt, hätte ich gesagt. Wahrscheinlich das Sinnigste. Weil Rücken habe ich schon einen. Und, dass ich es nicht vergesse, kann ich jetzt eigentlich alle anderen Slots, die jetzt noch offen sind, wisst ihr, kann ich jetzt noch in den Katalysator hauen, wie zum Beispiel die Handgelenke und den Rücken. Weil mit dem bin ich soweit durch. Da habe ich das Elite-Set fertig. Und dementsprechend brauche ich den auch nicht mehr, ne? Also, da können wir gucken, dass wir das abgeben. Weil die T-Sets, ne, die habe ich natürlich schon reingepackt, aber die Off-Pieces, die packst du nicht rein, weil dann kriegst du ja irgendwelche Sachen mit keinem Versa, ohne dass du jetzt einen Set-Bonus kriegst. Das wirst du ja im PvP nicht haben, aber da ich den jetzt immer brauche, können wir noch ein paar T-Mox mitnehmen. Moment, sagt er mir, dass ich das schon habe? Ach, Moment, kann das sein? Tatsächlich, ah, weil das die gleichen IDs wie in der dritten Season sind. Okay, never mind, dann hat sich das erledigt. Schade. Klar, das ist genauso wie bei den PvE-Sets. Die Off-Pieces sind dieselben wie quasi aus den Non-Fated Seasons, ne? Also in dem Fall wie aus der dritten Season, da habe ich ja auch schon mit den Chars die Sachen geholt. Nur die Tier-Pieces sind quasi neue IDs, weil es halt andere Tiersets sind. Ja gut, dann sind wir mit dem schon durch. Zumindest ein T-Mog mehr. Dann haben wir jetzt hier als nächstes einen Evoker. Und bei dem brauche ich, glaube ich, noch hauptsächlich Off-Slots, ne? Also Set hat er soweit. Das habe ich auch nicht abgegradet, aber ich glaube, ich habe Marken gespart, oder? Naja, gut, zumindest 38. Ich brauche Schultern. Brauche ich noch. Hände. Ja, eigentlich nur Schultern und Hände. Jetzt gucken wir mal, was wir rausziehen. Und bitte gib mir eins von beiden. Moment. Das ist gut. Das sind die Hände. Dann haben wir hier. Das ist das Biss-Trinket, ne? Also zumindest beim Hexer war das bei mir Biss. Und ein Kopf. Okay, dann nehmen wir hier die Hände, hätte ich gesagt. Jetzt schauen wir nochmal, genau, Hände. Ja, dann die Hände. Mache ich nochmal in meine Tabelle rein. Und die können wir dann eigentlich gleich upgraden. Na, da hat sich doch der HC-Raid gelohnt hier, gelangt vor allem wahrscheinlich. Da muss ich mal gucken, dann können wir vielleicht nur ein, zwei Sachen so upgraden. Und den Rest müssten wir. Dann hoffentlich noch einen Plus kriegen. Also die Hände, die jetzt auch rauskegeln. Upgraded. Okay, jetzt sind es eigentlich von den Slots, die ich brauche, nur noch die Schultern. Jetzt würde ich aber sagen, dass mir die Brust, komm, die tun wir auch gleich mal upgraden noch. Auch das T-Mog, dann kann ich das auch austragen. Dann brauche ich jetzt mit dem tatsächlich nur noch die Schultern, halt einmal abgegradet und den Gürtel, aber ich halt noch 15 Marken, ne? 8 habe ich schon, also ein In-Time-Key hat sich das erledigt. Dann muss ich halt jetzt noch Dungeons queuen, die quasi eine Schulter droppen können. Ja, mal gucken, könnte sein, dass wir nächste Woche mit dem fertig sind. Wobei, Evoker macht echt Spaß, ne? Blöderweise mit den Chars, die nicht so bocken, da brauche ich noch mehr Items. Naja, mal gucken. Als nächstes haben wir dann noch einen Paladin. Mit dem war ich auch im PvP unterwegs. Da habe ich auch schon fast alle Slots. Also muss ich mal gucken. Vielleicht, wenn ein Gürtel drin ist oder einer von den anderen Slots, dann könnte das was werden. Mit dem bin ich auch schon fertig. Heißt, wir können mal auch hochgucken. Da habe ich auch die 1800 fertig fürs Elite-Set. Jetzt gucken wir mal, wie es ausguckt. Was da Schönes drin ist.
Okay, das wäre auf jeden Fall ein neues T-Mog. Das wäre schon mal gut. Brust nicht und der Ring auch nicht. Okay. Ja, dann ist es eigentlich ein No-Brainer. Wir nehmen die Hose. Ups, jetzt habe ich das weggeklickt. Dann müsste ich mal überlegen, ob es sich rentiert, hochzugucken. Mal kann ich das dann auch nachschauen, welche Sachen ich schon habe. Erweiterungsfeatures Dragonflight. Nee, das ist wahrscheinlich hier. Dann Paladin. Ach so, da wäre es nur der Kopf, ne? Also die Off-Pieces habe ich anscheinend schon. Dann brauche ich da gar nicht schauen. Das kommt halt immer drauf an, von welcher Season das Set war. Das haben wir anscheinend in letzter Season. Nächste Meister fehlt mir auch noch die Brust. Wobei ich immer gucken will, dass ich nicht das komplette Set habe bei den PvP-Sachen. Sonst kann ich mir später die Assemble nicht kaufen. Also deswegen muss ich immer schauen, dass ich zumindest eins überlasse. Aber dann brauche ich hier auch nichts in den Katalysator packen. Wenn ich das anscheinend letzte Season schon gemacht habe. Okay, dann sind wir mit dem auch durch. Als nächstes haben wir dann den Hunter. Und mit dem fehlen mir einmal der Gürtel und die Handgelenke. Also zwei Off-Slots. Marken habe ich, glaube ich, mit dem, seht ihr, 60 Stück. Also ich habe weit, hier habe ich 100. Also da habe ich weit genug. Ich brauche nur die Slots. Und ich kriege sie natürlich nicht. Hände. Und einen Umhang. Ja. Bei dem Char bin ich fast am Überlegen, ob ich jetzt einfach die Hände nehme, weil ich brauche keine Marken mehr, um noch mehr abzugraden. Ne? Das bringt mir schlichtweg nichts. Gut, ich könnte natürlich die Marken nehmen, um zum Beispiel die Ringe abzugraden. Ne? Einfach für sowas. Also, weiß jetzt nicht, was für Stats ich brauche. Ich habe hier Versa verzaubert. Was ist da drauf? Crit Mastery. Ah, ja, du. Auch nicht. Ach, bei dem Hunter ist das doch echt blöd. Wäre zumindest ein Mythos-Item. Wisst ihr was? Ich nehme einfach das Ding hier. Scheiß auf die Marken. Also der Hunter, ne? Da habe ich ein bisschen Pech tatsächlich. Wir nehmen das Ding und legen es an. Schade, also das war jetzt eine komplette Nullnummer. Da habe ich sogar auch nochmal zwei von den antiken Bronzebahnen, aber da habe ich mir die Ringe schon gekauft. Dann muss ich mal gucken, was ich sonst noch mit denen machen kann. Dann haben wir jetzt hier noch den Monk. Und mit dem Monk brauche ich gar nicht mehr viel. Da bin ich nämlich schon tutti komplett fertig. Warte mal, ich kann es euch mal reinziehen. Seht ihr, mit dem hier haben wir jeden Slot. Null Items brauche ich. Ich muss nur noch einen Haufen upgraden, ne? Jetzt können wir mal gucken, ob eins von den Items drin ist, das ich upgraden muss. Und ob ich mir das dann vielleicht sparen kann, wisst ihr? Einfach da, um ein bisschen Mark noch zu sparen. Also Ring kannst du schon mal knicken, ne? Das ist natürlich besser. Und den Gürtel. Okay. Ich könnte mir jetzt mit dem Gürtel. Den habe ich halt auf 4 von 6. Ich würde mir da quasi ein Upgrade sparen. Ich könnte aber zwei Marken über die Dinge hier kriegen. Jetzt ist halt die Frage, wie viele von welchen Marken ich habe. Ich habe hier 53 und da 49. Wie hoch habe ich denn die Teile? Also hier brauche ich noch 3. Noch 3. Ja, ganz ehrlich. Das ist sogar auf Mythos, ne? Das wäre besser. Aber wirtschaftlicher ist es, wenn ich die Marken nehme, tatsächlich. Tatsächlich. Weil der Gürtel, den habe ich schon so hoch. Wisst ihr, dann kriege ich nämlich jetzt hier zwei Marken raus. Macht tatsächlich mehr aus. Könnte ich einfach hergehen und. Also mit dem kann ich ja eh schon drei Teile upgraden. Komm, wir graden jetzt ein bisschen was ab. Hätte ich gesagt, was wir hier schon haben. Dann können wir es nämlich vielleicht bald sogar fertig machen. Also den Gürtel kann ich schon mal upgraden. Komm, dann packen wir die Hose rein. Dann packen wir noch den Umhang rein. So, also jetzt packe ich das mal noch kurz ein. Also die Hose haben wir. Dann haben wir den Gürtel und den Rücken abgegradet. Sieht das schon gar nicht mal schlecht aus. Da muss ich noch drei Teile upgraden. Also die Schultern, Handgelenke und die Schuhe. Kann ich quasi hergehen? Und wie viele Marken habe ich hier? 79. Jetzt kann ich das zumindest schon. Halt, das wäre jetzt fast falsch abgegradet.
Schultern könnte ich jetzt schon mal so hochbasteln. Die Handgelenke. Okay, also ich bräuchte halt noch im Endeffekt 1, 2, 3, also 45 von den Aspektwappen. Und hier bräuchte ich noch 1 und hier 3, also 4 mal von den Würmwappen. Also das sind dann 60, ne? 60 und 45 quasi. Ja gut, das sind schon ein paar Keys, die ich laufen müsste. Aber der Char ist, also wenn ich durchziehe die Woche, kann ich den auf Max machen. Sogar ohne den Vault. Aber vielleicht nehme ich dann noch den Vault mit, muss mal gucken. Juti, dann schauen wir auf den nächsten weiter. So, als nächstes haben wir jetzt den Rogue. Und jetzt gucken wir mal, was da Schickes drin ist. Bei dem brauche ich noch, glaube ich, relativ viele Slots, ne? Also da hatte ich jetzt nicht so Luck gehabt. Ich brauche noch einen Kopf, Schultern und einen Gürtel. Und da haben wir sogar den Kopf drin. Ja, wir nehmen auf jeden Fall den Kopf. Und ich glaube, ich habe auch noch einen Token. Oh, nice. Ich habe auch noch einen Token. Das ist sehr, sehr gut ist das. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Wartet mal. Also, das ist jetzt schon mal auf jeden Fall big. Halt, wo ist jetzt der Kopf hin? Sehen alle gleich aus. Ah, der hier ist es. Der hier ist es. Dann muss ich jetzt da mal bei dem Twink-Account das Dings aufmachen. Dann ist zwar noch ein bisschen was anderes drin, aber das, was ich sehen will, ist, glaube ich, auch mit dabei. Weil ich brauche im HC, glaube ich, mit dem Schurken auch noch ein Teil. Und zwar die Schultern. Okay. Ja, gut. Da muss ich dann mal schauen, wie wir es machen. Ah, ich habe gar keine Marken mehr mit dem. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Ja gut, dann brauche ich das jetzt eigentlich gar nicht upgraden. Aber ich kann zumindest den anderen Slot mal holen. Wisst ihr, was ich meine? Und zwar können wir jetzt hier die höheren Schultern kaufen. Also die hier. Das, dann sind nämlich auch die HC-Schultern raus. Und wenn ich sie dann upgrade, dann habe ich ja auch noch die Mythic-Schultern. Also jetzt kann ich den Kopf eintragen und die Schultern. Und ich brauche jetzt mit dem Schurken quasi nur noch ein Teil. Und das ist der Gürtel. Sonst hat er alles. Aber er braucht halt nur richtig viele Marken, ne? Also ich muss quasi nur alles auf Max upgraden oder bis auf zwei Teile, die ich jetzt schon abgegradet habe. Aber da ist halt auch das Problem mit den Waffen, ne? Da habe ich auch schon Waffen und so abgegradet. Also beim Schurken, das war jetzt auf jeden Fall eine lucky Angelegenheit. Wunderbar. So, als nächstes haben wir den Demon Hunter. Und bei dem habe ich auch schon jeden Slot, ne? Wie ihr seht. Da brauche ich quasi, ja, wären jetzt nur noch Items, die quasi besser oder schon höher abgegradet sind. Okay, 519, das bringt mir quasi nichts. Dann eine Glewe kannst du knicken. Eine Hose, die ist sogar niedriger, die bringt auch nichts. Und ein Trinket auch nichts. Es ist natürlich schade, aber dann nehmen wir die Marken, ne? Also das ist jetzt alles nichts, wo ich sage, was mir was bringen wird. Aber mit den Marken können wir doch bestimmt auch was machen, oder? Der hat 14, also können wir hier ein paar Upgrades noch durchballern. Und sah gut aus. Ja, jetzt gucken wir mal. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Also Kopf passt schon, Umhang, Brust. Warte mal, könnte die Brust gleich schon mal auf Max ballern. Und die schon mal weg. Dann könnte ich den Umhang, wenn ich zumindest nur ein Upgrade. Ja gut, jetzt brauche ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal quasi die Würmwappen, ne? Das sind schon einige. Und dann bräuchte ich noch zweimal die Aspekt. Ah ne, andersrum. 2 Würm, 6 Aspekt. Ja gut, mit dem muss ich eigentlich auch nur noch reinfarmen. Aber sonst sieht es eigentlich auch schon recht gut aus tatsächlich. Juti. Gucken wir mal weiter. Als nächstes haben wir meinen DK. Und der ist auch noch so ein bisschen Sorgenkind. Also, ne, geht eigentlich. Der braucht noch 2 Slots, aber der hat auch noch einiges, was ich upgraden muss. DK spiele ich jetzt nicht ganz so gern von den Tanks. Ich brauche die Schuhe und den Gürtel quasi noch und dann halt einige Marken zum Upgraden. Ich weiß gar nicht.
Oh ja, 54er bisschen. Da habe ich aber richtig viele, ne? Von den Würmwappen. Also, ich hoffe, dass wir die jetzt. Ja, okay, also das ist schon mal RIP. Das ist auch RIP. Das ist auch RIP. Beim Umhang würde ich mir Würmwappen sparen, ne? Das ist ein ziemlich gutes Trinket. Für meinen Twink war das ziemlich gut. Ich glaube, bei dem Hexer oder beim Evoker, ich weiß gar nicht, bei welchem. Bei irgendeinem Cast habe ich das auf jeden Fall und da ist das gar nicht schlecht. Das ist, glaube ich, das zweitbeste, aber was hier beim Tank, glaube ich, jetzt eher nett. Ich werde, glaube ich, den Umhang nehmen, weil ich kriege zwar 6 Marken, aber ich brauche gar nicht so viel, oder? Das habe ich alles auf 4,15 schon, da brauche ich nur die großen Marken. Und hier würde ich zweimal jeweils 45 brauchen, wenn ich die Teile kriege. Da bin ich eh schon drüber. Ja, dann spare ich mir lieber die, die Aspektwappen, indem ich mir jetzt den Umhang hier hole und den noch in den Katalysator pack. Muss ich mal schauen, wie viel habe ich? Na, ich könnte 3 Upgrades machen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 habe ich da schon. Okay. Achso, warte mal. 1, 2, 3, 4. Ja, so, Moment. Wobei, ich könnte. Ja, komm. Wir hauen sie jetzt raus. Also, den Rücken kriegen wir ja so, ne? Brust noch. Und dann nehmen wir noch die Hände mit. Dann haben wir gleich schon mal die ganzen T-Slots weg. Ich kriege ja dann, wenn ich die Woche jetzt wieder Dinger laufe, eh noch was. Und den Rücken, den packen wir oben rein. Dann ist der auch schon mal weg. Und dann sieht es bei dem Char auch nicht so verkehrt aus. Dann hat er zumindest schon mal die ganzen T-Slots. Und dann sieht es doch schon mal ganz vernünftig aus. Das Wichtige sind halt eh die T-Slots, ne? Weil die vermute ich halt, dass die IDs raus sind, wenn die Season rum ist, beziehungsweise die Expansion startet, dann werden die Raids ja nicht mehr erweckt sein. Und dann wirst du, und die Season endet ja auch, ne? Also die M-Plus-Season, dann wirst du das Zeug auch nicht mehr kriegen können, vermute ich zumindest. Die Off-Slots, die wird es ja dann immer noch geben, weil das sind ja auch die IDs aus den normalen Raids. So, also das packen wir jetzt hier rein. Dann kriegen wir das einmal auf 4,19. Okay, dann ist der auch schon mal durch. Wunderbar. So, Dollar. Als nächstes haben wir jetzt noch einen Paladin. Das ist einer meiner Lieblingschars im M+, muss ich sagen. Einen Paladin denke ich sehr gerne. Der hat auch, glaube ich, alle Slots, ne? Bloß bei manchen hat das noch Low. Ich habe genauso einen erwischt. Warte mal, jetzt gucken wir nochmal kurz drüber. Also, ja, die Slots hat er alle. Das Lowste ist der Gürtel und den habe ich drin. Also, das ist ja mal mega lucky. Warum muss das bei dem Char, den ich gern spiele, so gut laufen und bei den anderen, wo ich jetzt nicht so Bock drauf habe, kriege ich das Set nicht voll. Dann muss ich die halt länger spielen. Wisst ihr, was ich meine? Der hat, glaube ich, auch noch ein paar Marken gespart. 60. Das sind 4 Dinger. 1, 2, 3, 4 könnte ich upgraden. Das kriege ich dadurch auch. Dann hätte ich nur noch 2. Ne, das wären ja dann nur ein paar Keys. Nur laufen müsste. Also den Paladin kriege ich, denke ich mal, die Woche auf jeden Fall fertig. Was echt schade ist, ne? Schade, dass man die Marken nicht rüber schicken kann, das mit einem Char spielen und mit dem anderen die Marken ausgeben. Naja, so ist es. Also, dann haben wir jetzt den Gürtel. Den muss ich dann oben noch in den Katalysator reinpacken. Und jetzt würde ich sagen, graden wir aber schon mal ein paar Sachen ab. Um da die T-Mox zu kriegen. Also, wir haben Nummer 1 schon umgewandelt. 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Und jetzt flattern wir mal hoch, packen das in den Katalysator, also das Teil. Dann kriege ich nämlich da auch noch einen T-Mock. Und ich sehe gerade, hier, das habe ich anscheinend irgendwo aus einem Raid. Dementsprechend, wenn ich das jetzt im Hoch-Upgrade, kriege ich dann T-Mock raus und wenn ich es dann in den Katalysator packe, kriege ich nochmal ein T-Mock raus. Deswegen packen wir das jetzt mal noch nicht in den Katalysator, weil da können wir dann noch ein bisschen was extra mitnehmen, was ja nicht so verkehrt wäre. Und ja, dann sind es halt wirklich nur noch die zwei Sachen, ne? Also, das sieht ja sehr gut aus. So, dann gucken wir mal. Wunderbar. Und dann sind wir mit dem auch erstmal durch. Als nächstes haben wir dann noch einen Hexenmeister.
Und zwar war ich mit dem auch ein bisschen PvP unterwegs. Mit dem bin ich aber noch nicht fertig. Also da muss ich noch ein bisschen. Jetzt gucken wir mal schnell, was drin ist. Also ich habe einmal Schuhe, die würde ich brauchen. Aber mit Crit, das ist nix. Dann habe ich Tempo-Taille. Oder einen Tempo-Stab. Ich glaube, der Stab ist big. Der wird mich mir am meisten kosten, tatsächlich, an Marken. Dann machen wir das mal an der Stelle. So, jetzt schauen wir mal. Seht ihr, mit dem habe ich noch nicht so viel. Da habe ich jetzt gerade den 4er-Set-Bonus. Und jetzt den Stab. Das ist doch wunderbar. Also ich glaube, das ist der beste Slot, den man kriegen kann, weil der kostet mit Abstand am meisten Marken. Wunderbar. Dann gucken wir mal weiter, was mit den anderen im Plus-Chars noch so geht. Als nächstes haben wir hier noch meinen Magier. Und ja, der ist auch schon relativ weit. Das muss ich mal gucken, was der noch braucht. Der braucht noch zwei Off-Slots. Aber das sieht hier ganz schlecht aus. Ich habe einen Finger drin und ich habe einmal eine Schildhand. Also die Schildhand brauche ich schon mal gar nicht. Den Finger wäre natürlich ein Upgrade. Schon mal, den einen habe ich nicht mal verzaubert, merke ich gerade. Jetzt ist halt die Frage, ob ich noch Marken brauche mit dem 415, 415, 415. Ja gut, für die zwei Slots, die noch nicht abgegradet sind, ne? Ja, da wäre es eigentlich schon nicht schlecht, wenn ich nur Marken hätte. Dann nehmen wir die Marken. Und dann könnte ich ja jetzt die Dings noch nehmen hier. Die ich habe, und noch ein bisschen was upgraden. So in der Theorie. Wie viel habe ich denn? Ja gut, zwei Sachen könnte ich upgraden. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nee, dann lasse ich lieber die Marken. Da werde ich den nächsten Vault auch noch brauchen, dass ich das upgrade, was ich dann im Vault kriege. Dann warten wir lieber noch mit dem hier. Haben wir zumindest jetzt ein paar mehr von den Würmwappen. Naja, besser als nichts. Und dann haben wir noch den letzten Char. Und zwar einmal hier den Shami. Und mit dem brauche ich noch zwei Slots, ne? Brust und Hände. Was kriege ich denn da raus? Also ich habe einen Hals, den kann ich schon mal komplett vergessen. Dann haben wir einmal einen Ring. Dann Schultern. Moment. Falsch eingetragen? Bei mir steht, aber der braucht die Schultern doch, oder habe ich die einfach nicht angelegt? Ach, warte mal. Das sind Hände, das war irgendwie so Schultern. Ach nice, das sind sogar die. Okay, perfekt, die brauche ich. Schuhe, die kann ich upgraden. Und den Ring. Ja, es wären sogar die Schuhe, wären auch interessant, aber die Hände, die habe ich gar nicht. Ich dachte, das ist ein, ne? Das ist hier quasi einmal die Schulter. Okay, das ist doch sehr gut. Jetzt brauche ich mit dem, Moment, tragen wir das mal ein. Die Hände haben wir jetzt quasi auch. Jetzt brauchen wir mit dem eigentlich nur noch die Brust. Mehr ist es nicht. Aber da habe ich leider keinen Token mehr rumliegen. Also die muss ich mir jetzt farmen. Und sonst müssen wir ein bisschen was upgraden. Ich habe aber über 100 von den kleinen Marken, von den Würmmarken. Also können wir das hier jetzt noch einmal upgraden. Können wir theoretisch auch einmal upgraden. Ja, jetzt sind die quasi alle auf 415. Bis halt die Brust. Und wie viel von den anderen habe ich? Ja gut, da kann ich jetzt nur zwei Teile upgraden. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da würde ich es ähnlich wie beim Magier halten, dass wir die erstmal lassen. Und je nachdem, was man da vielleicht nur nächste Woche aus dem Vault, kriegen sie dann upgraden. Vielleicht habe ich auch bis zwischenzeitlich die Brust. Gut, dann sind wir mit allen Chars durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.